A7 wird ein Deckel drauf gemacht. Ist das dieser Hamburger Deckel? Ja, wir machen Vorbereitungsarbeiten für den Bau des Altona-Tunnels. Oh, der sieht aber auch schnittig aus. Den Job will ich haben. Ich will damit heute Abend über den Kiez fahren. Weil hier zählt nachher wirklich jede Minute, damit wir hier morgens zeitig raus sind. Wir haben hier eine Stunde Zeit, das alles umzuzwitschen. Und das ist sportlich. So, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder bei uns auf dem Kanal. Ich bin heute wieder unterwegs im Auftrag der Kollegen von Zeppelin Rental in Hamburg im hohen Norden. Und hier sagt man Moin. Ich habe gehört, man sagt nicht Moin Moin, weil das ist schon Gesabbel. Und ich sag mal Moin Heiko. Wir kennen uns, Moin, ne? Moin André. Ja, wir haben uns schon mal gesehen. Das ist nämlich hier der Experte rund um das Thema Verkehrssicherung. Und wir haben zusammen quasi schon mal den Elbtunnel dicht gemacht. Ja? Eine ganze Nacht. Kann man so sagen. Das war quasi Elbtunnel-Party. Video blenden wir oben mal ein. Richtig cool. Heute ist, glaube ich, nicht der ganze Elbtunnel dran, sondern? Eigentlich gar kein Elbtunnel. Heute müssen wir uns einen neuen Tunnel vorstellen, der erst kommt. Wir machen Vorbereitungsarbeiten für den Bau des Altona-Tunnels. Der liegt nachher direkt nördlich vom Elbtunnel. Da wird nur ein kurzes Stück sein, das frei ist, wo du frische Luft atmen kannst. Und dann bist du schon wieder im Tunnel verschwunden. Ist das dieser Hamburger Deckel? Ja. Der ist quasi A7, wird ein Deckel drauf gemacht. Mehr oder weniger, ja. Okay. Da sind so ein paar freie Abschnitte drin, aber... Wir sind ja noch nicht, wie man unschwer erkennen kann, auf der A7, sondern wir sind hier in einem Baucamp. Wir sind jetzt hier beim Bauherrn, das ist die Hamburg Wasser. Man erwartet uns, denke ich mal, zusammen auch mit dem Planungsbüro, das auch die ganze Planung dafür gemacht hat. Planung ist immer gut. Gibt's da Kaffee? Ah, ich denke schon. Boah, den habe ich dringend nötig. Moin. 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 André. Roland Stutzki. Was macht ihr hier? Es sieht noch so gemütlich aus, aber irgendwie habe ich gehört, heute Abend ist schon ein bisschen Druck auf der Leitung, oder? Also wir machen hier vorbereitende Arbeiten für den sogenannten Altonaer Deckel. Ich war mal auf der Nordbau und da wurde das Projekt vorgestellt, dass die A7 quasi einen Deckel draufkriegt, genau. Dafür, dass die Anwohner ein bisschen ruhigeres Leben haben. Ruhiger schlafen können. Ruhiger schlafen können und dass die Autobahn, glaube ich, auch breiter wird, ne? Genau. Bevor natürlich der Deckel gebaut werden kann, sind auch diverse Brücken, die abgerissen werden müssen, damit man diesen Deckel bauen kann. Und bevor man die Brücken abreißt, müssen viele, viele Leitungen unter diesen Brücken demontiert werden und quasi unter die Autobahn zu verlegen. Dafür wurden jetzt in den letzten anderthalb Jahren 6 sogenannte Medientunnel hergestellt. Wir können hier mal so ein bisschen Kleinformat sehen. Das sind 2 Medientunnel, die haben jeweils 1 Meter Durchmesser. Und in diesen Medientunneln werden diese Rohre dann in Systemelementen reingelegt. DN 1000, also 1 Meter, ne? 1 Meter Durchmesser. Wie habt ihr die aufgefahren, die Tunnel? Die werden mit unterirdischem Vortriebsverfahren, Microtunneling heißt das, wird das quasi aufgefahren. Dann werden links und rechts 2 Baugruben hergestellt. Die Baugruben sind so um und bei 20 Meter gewesen an Tiefe. Hier haben wir Runde gehabt, die haben Durchmesser von 10 Meter gehabt. Und im Gesamten, jetzt ohne irgendwo Wasser oder sowas zu nennen, haben wir ca. 3 Kilometer Leitung verlegt. Unter anderem auch, somit, Stromkabel. Das ist also so ein Starkstromkabel mit 110 kV Leistung. Und hier finden schon immer 3 Adern, um quasi ein Stromsystem quasi zu erstellen. Die haben ungefähr 10 cm Durchmesser und der Kupferkern, wo eigentlich der Strom fließt, ist dies. Und das ist nur Schirmung oder was? Polyethylen, Schirmung und Kühlung. Heute Kühlung. Wird dieses als Kühlung genommen. Früher hat man Ölkabel, die wir jetzt auch in dem Zuge ausbauen. Das stimmt. Ist nicht mehr umweltkonform. Ne? Krass, musst du dir vorstellen, ne? Du hast ja hier so viel Strom drüber laufen, das macht ja Wärme durch den Übertragungswiderstand. Und die Wärme musst du irgendwie wegkriegen. Wenn du die nicht wegkriegst, dann schmilzt eventuell das Kabel oder hier. Obwohl, das wird nicht wegschmelzen, ne? Aber wahrscheinlich außen. Ja, das sind dann so Trommeln mit bis zu 400-500 Meter, was da drauf sind. So eine Trommel wiegt dann so rund 20 Tonnen, die dann mit einem Schwertransport hier angefahren werden. Boah, was ist das? Warte mal, geschätzt. Also 25 Kilo? Ja, so ungefähr. So um den Dreh, ne? Ja. Krass, das ahnst du ja nicht. Das Ganze hätten wir natürlich auch nie gebacken gekriegt, wenn wir nicht gute Partner für alles gehabt hätten. Einer unserer guten Partner ist die Firma Zeppelin zum Beispiel. Das, ob ich das jetzt sagen darf oder nicht. Ja, Heiko steht ja da vorne, der lacht schon. Ich sag's ganz einfach mal. Die haben uns also die letzten fast 2 Jahre hier wirklich ganz, ganz toll und zuverlässig bedient mit allen Sachen. Hör mal auf, der wird schon rot, der wird rot, der wird rot. Ne? Und ein weiterer Partner, das ist die Chefin vom Ingenieurbüro Strakon, die für uns quasi das ganze Verkehrsmanagement hier gemacht hat. Das heißt, Verkehrsmanagement, der Heiko führt es operativ quasi aus, aber ihr denkt euch das aus oder
denkt ihr dann auch noch mit dabei oder setzt ihr euch zusammen und plant? Oder? Gut, also alleine geht sowas natürlich nie. Wir brauchen immer auch da natürlich gute Leute draußen vor Ort. Aber grundsätzlich ist unser Job natürlich immer, einmal zu gucken, was möchte der Bauherr, was hat er für ein Ziel, wo will er bauen und welche Flächen benötigt er. Und unser Job ist es dann halt zu gucken, was hat der Straßenraum für eine Fläche uns, gibt er uns zur Verfügung. Stell ich mir so vor, ne? Bauherr kommt, ja, A7, machen wir dicht. Nee, leider nicht. Genau, mit dem leider nicht fangen wir dann halt an, unseren Job zu machen, nämlich dann die Kompromisse zu treffen, entsprechende Baufelder, so wie sie sein müssen, zu kombinieren mit den Flächenbedarfen für den Verkehr. Und das Ganze muss dann halt mit der entsprechenden Polizei abgestimmt werden, bevor Zeppelin überhaupt ein Schild auf die Straße bringt oder ein Absperrmaterial. Unheimlich viel Theorie und Abstimmung erforderlich. Und das machen wir an den sogenannten Verkehrszeichenplänen, die wir im Vorfeld machen, um eine Gesprächsgrundlage zu haben mit den ganzen Fachbehörden. Wir werden jetzt über ein ganzes Wochenende die Autobahn von 6 Fahrstreifen, 3 je Richtung reduzieren auf 4 Fahrstreifen, 2 je Richtung. Das wird heute Nacht unser Baufeld. Wir wollen die Beringstraße, die Brücke, die Leitung unter der Brücke zurückbauen. Also hier sieht man quasi schon eigentlich so die Ausfahrt und genau. Ihr führt jetzt den Verkehr hier quasi so rum und wieder drauf. Und genau, das ist also jetzt hier quasi Tabuzone für den normalen Verkehr. Richtig, heute. Also wer aus dem Elbtunnel kommt jetzt ab morgen früh, wird dementsprechend hier mit 2 Fahrstreifen dann in die Gegenrichtung geführt, wird dann Volkspark, also 3,5 Kilometer weiter nördlich, dann wieder zurückgeführt in die entsprechenden Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Flensburg. Und wer aus Flensburg kommt, hat die Möglichkeit, Othmarschen abzufahren, aber dementsprechend auch mit 2 Fahrstreifen wieder weiter in die 4. Röhre vom Elbtunnel zu fahren. Wir haben hier 3,5 Kilometer transportable Schutzeinrichtung aufzubauen. Hier ist es nur ein dezenter grüner Strich. Da draußen ist es 3,5 Kilometer Material, was auf die Straße musste. Und sowas kann natürlich nicht in einer Nacht, wo wir 6 Stunden Zeit haben, alles montiert werden. Also mussten wir uns gemeinsam mit Zeppelin stückchenweise den Bauablauf entwickeln. Plan haben wir gesehen, jetzt gucken wir live. So, Freunde der Nacht, und das ist jetzt mal sprichwörtlich so, denn wir haben jetzt Freitagabend 21 Uhr und gefühlt lauschige 1,5 Grad A7 abgesichert. Zeppelin Rental, Baustellen und Verkehrssicherung ist am Start. Genau. Wir müssen auf beiden Seiten, in beiden Fahrtrichtungen den Verkehr einschränken. Wir haben vorne schon gesehen, dort steht auch nochmal ein LKW mit Absperrtafel, schon weiter im Vorfeld. Ja, und dann sind hier eine ganze Menge Leute unterwegs, die als nächstes noch Absperreinrichtungen aufbauen werden, Parkierungsarbeiten durchführen, Schutzwände stellen, damit wir den Verkehr in Fahrtrichtung gesehen linken Bereich der Fahrbahn rauskriegen, weil der nachher durch die Gegenrichtung benutzt wird. So, da kommen noch Kollegen, die sind von euch, ne? Die sind von uns. Die haben ja, alle, ja. Die hat ja alle gute Laune heute. Moin, ja, warum sollen die keine gute Laune haben? Wir kennen uns, ne? Ja, wir kennen uns. Hi. Wir hatten schon mal das Moin. Was habt ihr heute noch zu tun? So. Wir warten jetzt, dass die Überholfahrstreifen rausnehmen und fahren dann noch einmal Kontrolle runter und fangen dann in der Gegenrichtung an, die Baken rauszuziehen. Braucht ihr noch Hilfe? Ich würde sagen, ich lasse euch mal eure Arbeit machen, wir sehen uns später. Ja, großartig. Wir rücken da ein bisschen vor, ne? Die sind ja tatsächlich relativ groß, also da brauchst du schon einen Kran, ne? Ja. Du kriegst ja nicht mit 2 Leuten runter. Nee. Ich meine, wir würden das schaffen, aber... Genau. Das sind eigentlich 6-Meter-Elemente. Ja, die sind immer 2er verschraubt. Dadurch kannst du natürlich schneller montieren, ist klar. Dadurch brauchst du wieder einen stärkeren Kran, ist auch klar. Es ist wirklich ein Hybridsystem aus Stahl und Beton, das eigentlich für seine technischen Daten her, für seine Leistungsfähigkeit unheimlich leicht ist. Und gerade hier bei so einer Baustelle erhöht es natürlich extrem die Geschwindigkeit, mit der wir hier arbeiten können. Sind das die Dinger auch, die wir in Berlin hatten, die da verschraubt wurden? Vom Grunde her ja. Ich weiß nur nicht, ob ihr dasselbe System in Berlin hattet. Ich würde sagen, wir blenden das mal gerade oben ein. Ne? Links da die Infobox. Ja. Ne? Haben wir nämlich die A100 dicht gemacht, über Nacht. So, kurzes Update. Jetzt zeigen die Burschen hier von der Polizei mal, wie flexibel die reagieren und euch supporten. Oh ja. Ne? Ihr brauchtet jetzt mal ganz kurzfristig diese komplette Spur und die haben jetzt einfach mal eben dicht gemacht. Die helfen uns jetzt hier einfach durch kurze, pragmatische Lösung, einfach schneller mit unserer Arbeit fertig zu werden. Ja. Weil hier zählt nachher wirklich jede Minute, damit wir hier morgens zeitig raus sind. Aber wir kennen solche Situationen ja auch am Elbtunnel.
Am Elbtunnel hast du auch immer wieder die Situation, dass wenn zum Beispiel eine Röhre rausgenommen wird, damit dort umgebaut werden kann und der Verkehr dann komplett rüberkommt in die andere Röhre. Insofern ist das nichts völlig Ungewöhnliches hier für Hamburg. Aber Elbtunnel rühren wir heute gar nicht an. Richtung Süden, Richtung Hannover nicht. Richtung Norden wird es schon so sein. Da wird nachher der Verkehr kurz gestoppt, um die zweite Röhre zu sperren, damit wir nur noch Verkehr in der ersten Röhre haben. Weil wir sonst mit drei Fahrstreifen ankommen würden und direkt hinterm Tunnel auf zwei Fahrstreifen nur noch zwei Fahrstreifen zur Verfügung haben. Das würde am Tage zumindest zwangsläufig zu Rückstau im Tunnel führen. Und das versucht man zu vermeiden. Das heißt, ihr trichtert schon quasi vor dem Elbtunnel? Genau. Also man versucht dieses Trichtern, also im Tunnel darfst du es gar nicht. Und wenn du direkt hinterm Tunnel bist, macht man es auch nicht. Weil du sonst die Situation hast, dass dieser Rückstau im Tunnel steht. Und hast du dort ein gefährliches Ereignis, hast du ein Brandereignis, hast du eine Situation, wo Rettungswagen durch müssen, dann stehst du da mittendrin und kannst dich nicht mehr bewegen. Und so versucht man den Verkehr im Tunnel flüssig zu halten. Wollen wir noch mal hinten weiter gucken, was da gerade läuft? Ja, natürlich. Machen wir. Ich beschwere mich ja immer bei meinem Auto, dass das Licht nicht so gut ist. Ich glaube, ich habe da was. Den Kollegen werde ich mit demnächst anhängen und dann werde ich so durch die Gegend fahren mit 150.000 Watt. Er ist ja hier relativ fix am Start gewesen, quasi mobiles Einsatzkommando. Der fährt jetzt hier auf diese Stelle, hier wird jetzt gerade gearbeitet und dann fährt er gleich weiter. Die Aufgabe für die Kollegen ist, die werden jetzt hier mit einer Silberbronze die Vormarkierung legen. Und du kannst dir vorstellen, den gelben Streifen, den siehst du nachher noch irgendwo. Die Silberbronze, da hast du keine Chance. Also du brauchst ja echt Licht, damit du was siehst, damit die Jungs hier sehen, wo es hinkommt. Die müssen die Maße nehmen, weil das ist die Markierung für die Fahrstreifen nachher. Und wenn die nicht passt, haben wir halt ein Problem. Silberbronze? Ja, so nennen wir das Zeug. Also es ist einfach silberne Farbe, oder was? Das ist einfach eine silberne Farbe, wird hier dünn aufgetragen und da wird dann markiert. Die gelbe Markierung hier, das ist das System, wie wir schon in Berlin gesehen haben. Da so ein bisschen wie Tesaroller mit Rädern dran. Also oben in der Infobox quasi, der Film. Ja, genau. Das ging ja tierisch schnell. Da guckst du ja und dann ist das Ding gelegt. Aber nur in Berlin war es Sommer, war relativ warm. Hier ist jetzt arschkalt. Genau. Geht es trotzdem? Genau. Hier haben wir den Vorteil, das Zeug muss nicht so lange liegen. Aber du musst bei solchen Bedingungen dann schon mit zusätzlichen Maßnahmen arbeiten. Ich höre jetzt, glaube ich, gerade ein Flugzeug starten. Wir sind in der Nähe des Flughafens, ne? Ja, aber nicht so nah. Aber hier haben wir gerade einen Bodenstart. Was macht der da? Das klingt ja wirklich wie ein Start des Flugzeugs. Naja, er versucht jetzt wirklich, die Fahrbahn etwas anzuwärmen. Beseitigt auch vielleicht noch ein bisschen Staub dabei. Hilft das gegen kalte Finger? Bestimmt. Ja. Aber du hast hinterher auch keine mehr. Ja, also was er hier macht, ist eben die Fahrbahn anwärmen. Damit wir überhaupt eine Chance haben, dass die Markierungsfolie hier eben... Kann man das jetzt paar fühlen? Tage, muss man probieren. Und er holt natürlich auch ein Stück Feuchtigkeit raus und so, ne, die jetzt definitiv auch da ist. Wenn wir hier so stehen, so langsam habe ich auch wieder so ein Gefühl für die Gefahr. Hier ist Verkehr und deine Jungs, die sind da wieder ziemlich hart am Limit. Also, da ist also ja der, nicht der die Baken dort jetzt rückt, der muss wirklich bis ran, ja. Und genau. Da gibt es auch keine Alternativen dazu, ne? Also wir machen uns jetzt zwar den Platz, um die Markierung ordentlich legen zu können. Ne? Da haben wir genügend Platz zum Verkehr, da haben wir einen Sicherheitsraum. Aber die Barke muss ja irgendwann ran. Oh, der sieht aber auch schnittig aus. Ja? Aber den Job will ich haben. Ich will damit heute Abend über den Kiez fahren. Und zwar wir alle drei. Wir besorgen uns die drei Dinger, dann hast du keine Fragen mehr. Der hat jetzt quasi das Gerät, was die in Berlin hatten, aber zum Draufsitzen und mit Motor. Wenn du es rein manuell machst, müsstest du jetzt noch jemanden hinterher schicken, der den Andruck gewährleistet. Das passiert jetzt durch deinen Anhänger sozusagen automatisch. Du kriegst von der Hand den Strich nie so gerade. Und jetzt ist das auch befahrbar. Ja, jetzt kommt hier langsam Action. Wir setzen jetzt die Konstruktion ab im Prinzip, ne? Und dann fahren wir wieder einen Tag mit Anpralldämpfer. Polier, Montageleiter. Moin. André. Mit wie vielen Leuten seid ihr hier vor Ort von euch, von eurer Truppe? Also von unserer Truppe sind 12. Und dann haben wir hier noch die Markierungskolonne, die ist auch nochmal mit 5 Mann.
Meton hier von Luther ist auch nochmal mit 8. Also ich sage mal so, wir sind gut bestückt an Manpower. Wir haben bloß das Problem der Zeitpegel, der sitzt uns im Nacken. Wir haben hier eine Stunde Zeit, das alles umzuzwitschen. Und das ist sportlich. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Alles gut. Lohnt es sich da mal runterzufahren, oder? Auf jeden Fall. Moin. 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 Hier sagt man Moin. Ich habe gehört, man sagt nicht Moin Moin, weil das ist schon gesabbelt. Wie ist die Lage bei euch? Ja, bei uns alles gut. Wir sind startklar. Stellen den Blitzanhänger auf die Hauptfahrstreifen, dass der Verkehr auf den ersten Überholer kommt. Aber vorher wird noch die Einleitung der Spur gemacht. Ja, und dann können die den Rest markieren und dann ist gut. Wie oft kommt denn sowas für dich vor in deinem Bereich, was ihr jetzt heute hier macht? Ist das schon besonders? Ich sag mal, Betriebszustandswechsel und so weiter, da leben wir ja von. Also wir haben ja immer irgendwas. Aus Sicherheitsgründen müssen alle Systeme regelmäßig geprüft werden. Die Notrufnischen müssen gecheckt werden. Ob der Brandmeldeknopf geht, muss gecheckt werden. Es muss geguckt werden, ob die Feuerlöscher vernünftig sind, ob die geladen sind. Das muss ja alles immer bei Laune gehalten werden. Und dazu brauchen wir eigentlich immer eine Sperrung. Wir wiegen jetzt hier 30 Kilo. Nach ein paar Stunden merkst du das, oder? Nach dem Abend, ja. Wenn du, es kommt ganz drauf an, hast du jetzt 3. Oder 5 Paletten. Viel so wir dürfen wir leider nicht. Jetzt mal stören. Wir müssen uns jetzt hier mal. Ach, ihr wollt arbeiten? Ja, also das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile zum kommissarischen Projektleiter ernannt worden, aber ich habe gerade keine Ahnung. Deswegen muss ich mal Heiko gerade wieder fragen, was jetzt Stand der Dinge ist. Kommt der sich womöglich noch da was kaputt? Das ist nicht Heiko, das ist Sven. Sven, wie läuft's bei dir? Wir machen gleich den Richtungswechsel. Ne? Das kann jetzt jede Minute passieren. Wir haben 10 vor 11. Genau, sobald ich einen Anruf bekomme, dann geht die Meldung an die Tunnelbetriebszentrale. Die machen auf der anderen Seite des Elbtunnels, machen die halt eben den Nothalt. Dann sehen wir das auch, dann werden die Kreuze rot geschaltet, dann werden wir unsere Absperrtafel auf die andere Seite Richtungsfahrbahn stellen und dann leiten die den Verkehr hier ein. Was machen die jetzt gerade nochmal? Das sind quasi so Fußplatten, da hast du so eine Barke, die klappst du hoch. Die Klappbahn, wir haben auch den Klappbahn, die werden wir auch nur jetzt temporär mal nutzen, weil wir innerhalb der Überleitung nochmal einen Fahrstreifen verschwenkt haben. Weil, wie man da vorne sieht, müssen wir die Schutzwand gleich noch im laufenden Verkehr nochmal verlängern. Du machst mich ganz kirre hier. Das Baufeld müssen wir schnellstmöglich übergeben gleich. Also eben bist du noch bei der Planung, jetzt musst du Baufeld übergeben. Das ist parallel, ne? Wie, wie hältst du den Überblick hier? Okay, vielleicht jahrelange Erfahrung, weiß nicht. Das, was jetzt ihr alles macht, wie lange bleibt das stehen und wann kommt das wieder alles zurück? Das bleibt bis Sonntagabend stehen. Also nur bis für zwei Tage? Nur für zwei Tage, genau. Für zwei Tage? Nur für zwei Tage, um an 3 Brücken die restlichen Medienleitungen dort rauszuziehen, unterhalb der Brücke. Verstanden? Für zwei Tage? Den ganzen Aufwand hier mit zig Leuten. Ja. Aber da könnt ihr mal sehen, was die Jungs hier für euch machen. Weil ihr seid ja auch alle Autofahrer. Ne? Und deswegen auch wieder der Hinweis, nicht einfach durch die Baustelle fahren und schimpfen und aufregen, sondern das hat in der Regel schon einen Sinn. Kollegen wie er sorgen dafür, dass es hier läuft. Wir gucken uns jetzt an, wie der Verkehr umgeleitet wird. So, da jetzt mal bitte runterkommen. Ja. Wenn du jetzt quasi im Freundeskreis erzählst, was du beruflich machst, dann könntest du sagen, ich gucke regelmäßig in die Röhre. Ich gucke immer in die Röhre, ja. Mein Arbeitsplatz ist ja quasi oben neben der Zentrale und ja, eigentlich ist das der Job. Ne? Ich war da schon mal drin in dieser Betriebszentrale, wo die ganzen Monitore sind. Ja. Ne? Ich habe mir sogar mal sagen lassen, dass man ganz früher auch mal Durchsagen im Elbtunnel gemacht hat, so Warnung oder irgendwas. Aber das hat man wieder sein gelassen, weil die Leute haben irgendwas gehört und sind erstmal stehen geblieben. Ja, das kam, weil die Lautsprecheranlage, die wir damals verbaut hatten, ich sag mal, Stand der Technik war damals, aber inzwischen haben wir bedingt durch Konzertanlagen, die ja nur noch nicht gute Akustik produzieren können, da haben wir uns das abgeguckt und haben jetzt auch solche Richthörner in dem Elbtunnel eingebaut, die quasi zeitversetzt in eine Richtung den Schall treiben. So dass der Autofahrer keinen Hall-Effekt mehr hat, weil du alle Lautsprecher parallel anmachst, sondern der hat dadurch, dass, die Laufzeit mit berücksichtigst und die Durchsagen jetzt tippitoppi sind. Echt? Ja, ah, cool. Also quasi von Kurzwelle jetzt auf
digital komplett. Also ja, ja. So, das könnten wir auch gerne mal zeigen. Wir haben so eine Testdurchsage. Ja. Und wenn du in die Röhre reingehst, ja, die zweite ist ja gesperrt. Also top zu verstehen. Können wir das machen? Ja, können wir machen. Ach geil, komm, privates Konzert im Elbtunnel, ne? Was willst du mehr? So, jetzt sind wir im Elbtunnel und jetzt gucke ich mir mal hier die PA an, die Lautsprecheranlage. Denn ich denke mal, wir werden auf kurz oder lang hier mal so ein kleines Tunnel-Open-Air machen, ne? So eine Tunnelparty. Ja, Tunnelparty kommt auch, glaube ich, immer gut, ja. Ja? Also da oben an der Decke, da hängt so einer. Sieht dezent aus. Ja, so ein Hornlautsprecher. Und ich würde jetzt mal zum Auto gehen und eben den Jungs über Funk sagen, dass sie uns mal auf leise die Durchsage machen sollen. Und wenn es dann nochmal laut sein soll, können wir es auch noch mal machen, aber dann müssen wir schon ein bisschen die Ohren zuhalten, weil das ist ein bisschen schrill dann. Aber wir machen erstmal auf leise. Wir machen erstmal ein bisschen leise, ne? Wenn du einen Wunsch hättest, du könntest eine Durchsage im Elbtunnel machen. Wenn Autos drin sind, oder? Ja. So, geht gleich los. Weißt du jetzt. Testdurchsage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das ist Deutsch für Anfänger. Freitag, Samstag, Sonntag. Die klingt streng, Ende, ne? Der Testdurchsage. Also ja, dann hast du auch keine Fragen mehr, wenn Testdurchsage. Ja, wenn die, wenn das Mädel dir Ansagen machst, hast du keine Fragen mehr. Sie sind nicht hier, um Fragen zu stellen. So, und jetzt machen wir mal auf laut, aber da müsst ihr wirklich irgendwie die Öhrchen dicht halten. So, jetzt wird's laut. Kommt wieder so ein Gong? Ja. Testdurchsage. Montag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Was ist? Donnerstag? Freitag. Ach, Freitag. Samstag. Ach, Samstag heute. Sonntag. Jo. Ende der Testdurchsage. Ein Träumchen. Das ist ein Träumchen, ne? Dieser privat bestimmt total nett. Ja. TVZ, Ende. Das war der Kollege. Das war der Kollege. Ja, Leute, in diesem Sinne, ne, mit der Testdurchsage und allen Wochentagen verabschiede ich mich jetzt hier live aus dem Elbtunnel. Und ich hoffe, ihr habt mal wieder richtig Spaß gehabt. Eure Meinung und Kommentare, wie immer unter das Video. Ne? Und ich muss jetzt nochmal das mit den Wochentagen reinkriegen.